Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Sch. Nein, Herr Präsident. Nein, aus der AfD gestatte ich keine Zwischenfragen. Ich bin tatsächlich auf dem rechten Ohr total blind. Boah! Der liest einfach Zeitung währenddessen. Guck hin, Rizu, jetzt wird gelacht, okay? Ja. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Springer von der AfD. Nein. Erst die Menschen gegeneinander aufhetzen und das Ergebnis dann lauthals beklagen. Das ist ihre üble Methode. Da können sie schreien, wie sie wollen. Rizu, in dem Video geht es nur um abgelehnte Zwischenfragen aus der AfD-Fraktion. Ey, fast das, ausschließlich. Das ist sehr schön, sehr schön. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung eines Kollegen der AfD-Fraktion? Ich habe mich wirklich zusammengerissen, die Rede Ihres Kollegen zu ertragen und du lass es dabei hinein. Boah, Alter, Front die drauf. Du weißt nicht, was die machen. Die gehen durchgehend Fullfront, Digga, auf die AfD. Ja, und rechten. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke? Nein. Nein, tue ich nicht. Nee, es geht auch um andere Parteien. Ich möchte... Sie können, das kommen noch mehr. Sie können vielleicht gleich noch mal drauf eingehen. Das machen wir nicht. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Sch. Nein, Herr Präsident. Nein. Ich biete Ihnen kein Forum, kein zusätzliches. Das ging auch nach rechts, der Blick? Ja. Herr Kollege Michelbach, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Glaser. Wie bitte? Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Glaser aus der AfD-Fraktion. Nein. Siehst du schon das Grinsen? Herr Präsident, sollte zunächst einmal die Anträge fertig machen. Dann Kollege, es reicht, wenn Sie sagen, dass Sie die Zwischenfrage nicht zulassen. Nein. Also. Die Fraktion mit dem zweitgeringsten Frauenanteil ist immer noch doppelt so gut wie die AfD. Herr Kollege Özdemir. Entweder haben Sie nicht genug Frauen in Ihren Reihen, die auf eine Kandidatur anstreben, oder die Frauen meiden die AfD. Beides kann man den Frauen dieses Landes auf keinen Fall vorwerfen. Herr Kollege Özdemir, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch? Wie die Fronten, ne? Wie die Fronten. Ich würde die Zwischenfrage gestatten, wenn sie zuvor eine meiner Fragen beantwortet, wenn das geht. Ja, das kann sie schlecht. Sie kann ja nicht Ihre Fragen beantworten. Weil ich würde also gerne lassen testen Sie die Schäuble auch so in Ihrem Bruder. Ich würde gerne testen wollen, ob Sie Ihren Gesetzesentwurf selber gelesen haben. Also ich würde Sie jetzt bitten mit dann, Ja oder... Dann gestatte ich es nicht. Nicht. 100 Jahre. Sie hätte sich erstellen. Sie hätte sich erstellen können. Ja, nee, also hat schon... Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage. Ach nein, Heribert fucking Hölke. Fraktion. Alter. Die Linke, ja. Lieber Chat, erinnert ihr euch, wer das ist? Wisst ihr, wer Professor Dr. Heribert Hirte ist? Der Typ, der weder Professor noch Doktortitel verdient hat. No Frizzy. Kuckuck. Der auf Twitter jemandem geantwortet hat, ich habe mehr Follower als du. Die mich dann blockiert hat. Hat er dich blockiert? Ja. Noch ein Beispiel, eine Digitalsteuer lehnen Sie rundherum ab. Scheinbar finden Sie es gut, wenn die Googles, Apples, Facebooks dieser Welt sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung... Oh oh. Die hat eine Glocke? Ja, Alter, wenn zu viel zwischengetalkt wird, dann geht Claudia Roth rein mit der Glocke. Alter, Claudia Roth, Junge, Junge. Entschuldigen Sie, erlauben Sie noch mal eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Frau Kotting-Uhl? Von Frau Kotting-Uhl. War heute noch nicht dran, ich kriege weitere 3 Minuten. Nee, das entscheide ich. Ja gut, dann entscheide ich, dass Frau Kotting-Uhl nicht kann. Danke. Ja, ja oder nein? Chance vertan, meine Damen und Herren. Ich habe Sie nicht verstanden. Meine ja, Damen und Herren. Nein. Ich hatte auf den Koalitionsvertrag hingewiesen. Und hallo? Der ignoriert einfach Claudia Roth. Guck mal, ja, dem ist alles egal. Ja, ich habe eine Entscheidung von Ihnen gerade mitgeteilt. Sie, ich habe es nicht verstanden. Nein. 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 Nein, oh. Alter, war aber Bundestag. Unmissverständlich. Sie hatten mir ein Angebot gemacht, dem ich gut widerstehen konnte. Ach so. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von einem Kollegen der AfD-Fraktion? Frau Präsidentin, ich würde das gerne machen, aber nach der Rede, glaube ich, würde auch die schlauste Frage mit schlauster Antwort nicht zu einem Erkenntnisprozess führen. Also von daher lehne ich Sie ab. Alter, wie Fronti die draußen im Bundestag teilweise. Junge, das will ich einfach Diss-Tracks, Digga. Da ein Beat drunter legen, Junge. Ja, das ist fast wie Battle-Rap. Nein, auf keinen Fall. Herr Kollege, dann ich will zwei Zwischenfragen. Einmal aus der FDP-Fraktion, des Kollegen Kühler, einmal aus der AfD-Fraktion. Also ich glaube, wir sollten am Freitagnachmittag uns das sparen. Nein. Der Gauland, guck mal, der liest Zeitung, der Gauland, dem ist alles egal. Ja. Der liest einfach Zeitung währenddessen. Herr Kollege Binding, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Nein. Auf dem Niveau lasse ich keine Zwischenfragen zu. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Frommeier? Nein, der tut gescheiter Spiegelspalte go. Bitte? Was? Der Spiegelspalte go? Der Spiegelspalte go. Herr Kollege Schulz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Bistron?
Das ist auch immer so krass, dass du so siehst, dass immer nur eine bestimmte Teil vom Raum klatscht und dann klatschen alle so in diesem Teil, aber der andere Teil klatscht gar nicht. Wie weiß dieser Bundestag einfach ist und wie leer. Ja, ich finde auch vor allen Dingen erschreckend, wie leer dieser Bundestag ist. Es ist der gleiche intellektuelle Tiefflug, den wir in Europa erleben. Und die gleiche Methodik, ohne jedes Beispiel. Herr Kollege, getroffene Hunde bellen! Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Ich in der Debatte grundsätzlich gestalte ich keine Zwischenfragen und damit ist das gut. Alles klar. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Wer ist es denn? Nein, sie nicht, ja ist. Boah, sogar persönlich. So, kommt drauf an, AfD grundsätzlich gerne. Aber du wer nicht, ist es? Digga, du nicht. Du nicht. Nee, ich würde gerne mit meinen Ausführungen hier fortführen. Haben Sie abgelehnt? Möchten Sie generell keine Zwischenfragen? Jedenfalls diese Zwischenfrage möchte ich nicht. Der ist sehr nervös. Herr Kollege Lindner, der Rhetorikboss. Die Hilfe. Ich würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Nein, das Thema AfD ist bereits erledigt. Boah, Alter. Junge. Mic Drop. Der Kollege Hess würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich sage auch das nochmal. Es gibt in Ihrer Fraktion nur einen, bei dem ich eine Zwischenfrage zulasse. Sie sind nicht Herr Hess. Ich lasse die Frage nicht zu. Digga, auch persönlich das andere. Einfach so als Feststellung mal, Sie sind nicht Herr Hess. Hatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Liebig? Herr Präsident, ich muss fortfahren, damit die Abgeordneten auch der Linkspartei die Möglichkeit haben, das alles in einen geordneten Zusammenhang zu bringen. Sonst werden sie abgelenkt von auch den schwierig, einzelnen Zwischen. Ey, ich habe mit Paul echt viel gechattet, ne? Ja, ich habe mit Paul richtig viel gechattet. Und richtig seid ihr jetzt, viel. Wie seid ihr jetzt so? Und auch gecallt, so. Ja. Wir haben richtig viel gequatscht. Also das ist das, was ich meine, so mit punktuell ist es ein bisschen weird teilweise, was ich für Kontakte habe. Verstehe ich. Einfach nur so punktuell. Es ist so. Herr Moos, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Oder Bemerkung von Herrn Brandner? Also noch mehr Bullshit-Bingo ertrage ich heute nicht rein. Boah! Alter, was ist denn das im Bundestag? Das was hat man gar nicht so am Schirm, ne? Oha! Des Kollegen Hilse. Nein, aus der AfD gestatte ich keine Zwischenfragen. Das höre ich so oft! Diese Mühe, ja. Ja, komm, Hals. Ja, außen gut genug. Und das ist der Schweinerei. Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Theurer? Der Ablauf war immer derselbe. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Und, Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Nein, danke. Und wir dürfen die Länder und Kommunen nicht aus der Pflicht nehmen, denn sie müssen sich genauso gut und engagieren. Ich bin tatsächlich auf dem rechten Ohr total blind. Ah ja, so sagt man das. Und ich bin auf dem rechten Ohr total blind. Auf dem rechten Ei bin ich komplett impotent. Ja, keine Ahnung. Also ich bin auf dem rechten Ohr taub, aber nicht auf dem rechten Auge blind. So. Ich glaube, Herr Präsident, Frau Altmaier ist so ein Sickboy, oder? Da Sie schon über die Redezeit sind. Oh Gott, mein Gott, liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich entschuldige mich ganz herzlich dafür. So, Alter, das war extrem unterhaltsam, das müssen wir nochmal machen. Ja. Das ist wirklich extrem Content. No joke.